Hesse, Ihre Meinung zu. Hess, gucken Sie mal her. Ihre Meinung zur heutigen Etappe. Keine Meinung. Fürchterlich. Eine kurze Frage, wer hat diese Strecke hier vorgeschlagen? Ich. So, guten Morgen hier aus Herbra. Heute geht's los, die Pferde sind gesattet, die Reiter freudig erregt und wir fahren jetzt nordwärts. Heute ist geplant, nach Warschau zu fahren, das ist in der Nähe von Burg, ungefähr 106 Kilometer, wahrscheinlich werden es mehr werden. Wir sind gespannt, schwitzen tun wir jedenfalls jetzt schon. Und so brachen wir am letzten Juniwochenende diesen Jahres mit unseren Falträdern Richtung Rostock auf. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht schon, dass wir für nächstes Jahr eine größere Fahrradreise zum Nordkap planen. Die diesjährige Tour ist schon der erste Teil unserer Nordkap-Reise und soll uns aus unserer Heimat in Mitteldeutschland zum Fährhafen in Rostock führen, von wo es dann nächstes Jahr mit der Fähre direkt nach Trelleborg weitergeht. Die Wetterprognosen fürs Wochenende verhießen täglich über 30 Grad und teilweise Gewitter. 4 Tage hatten wir uns für diese Tour freigeschaufelt. Als Neuerung hatten wir dieses Jahr 2 weitere Trinkflaschen am Sattel montiert. Eine Maßnahme, die, wie sich noch zeigen wird, bitter nötig war. Die Strecke war nur grob vorgeplant. Unterkünfte hatten wir noch nicht reserviert. Für den Notfall hatten wir schließlich Zelt, Luftmatratzen und Schlafsäcke dabei. Unsere erste Pause machten wir nach ca. 20 Kilometern im Schatten einer Windkraftanlage. Anschließend ging es weiter Richtung Magdeburg, leider ausschließlich auf 4 befahrenen Straßen, da Radwege schlichtweg nicht vorhanden waren. Von Magdeburg aus sollte uns die Strecke weiter Richtung Burg führen. In Parchau bei Burg hatten wir für unsere erste Nacht einen Campingplatz als Tagesziel avisiert. So, wir haben ja Magdeburg erreicht. Am Ortsschild kommen wir leider nicht vorbei. Aber wir sind dafür am Flughafen, am Großflughafen Magdeburg. Sogar eben schon eine gigantische Maschine gelandet, hier rechts im Bild. Und jetzt machen wir uns auf die Jagd nach was zu essen. Da drüben ist eine Pizzeria, aber irgendwo ist auch ein Burger King, habe ich gehört. Wir schauen mal, was für uns, was für uns bezahlbar ist. Melden uns wieder nach dem Essen. Jetzt rufen wir Hunger. Ich hab noch geschafft. Man glaubt es kaum, das Essen kam noch. Guten Appetit. Guten Appetit. Was ist denn nur mit meinem Bruder los? Mein Bein spielt verrückt. Diagnose Wadenkrampf. Ich habe mein neues Bein bestellt. Da wollen wir mal sehen, ob wir Zaubermittel einstecken haben. Es regnet, die machen eine kurze Regenpause. Die nutzt mein Bruder, um ihr Kampfgeschehen vorzuspielen. Was ist das? Was ist das? Bein kaputt. Es regnet, die Erde wird nass. Aber immerhin ist der rätselhafte Muskelkrampf verschwunden. Es kann also weitergehen, wenn der Regen aufhört. Herr Kachelmann, Herr Kachelmann. Also ein bisschen Kurzzeit Physiotherapie bewirken kann. Eine kleine Happy-End-Massage ließ den Krampf wie von Zauberhand verschwinden.
Are you ready for weiterfahren? Yes. Na dann, los geht's. Wir haben uns jetzt hier aufgrund unserer Aussteigen-Navis durchgefragt bei einer jungen Frau und die hat uns jetzt hier auf den Damm verwiesen. Jetzt versuchen wir, uns nach Gerbisch durchzuschlagen und hoffen, dass uns diese nette junge Dame nicht belogen hat. Für die Navis scheint das hier das Bermuda-Dreieck von Sachsen-Anhalt zu sein. Sie sind beide ausgestiegen und haben uns nur im Kreis herumgeführt. Und wie ist das Werdebefinden? Da kommt es. Ist noch ganz geschmeidig. Nach dem Erreichen von Magdeburg, einem sättigenden Mittagessen und einem schönen Blick über die Elbe, nahmen wir motiviert den Rest der Tagesetappe in Angriff. Ab Magdeburg ging es dann überwiegend auf Fahrradwegen und auf einem schönen Dammweg auf dem Erbdamm weiter. Genau 90 Kilometer. Seid live dabei, wie Henk, mein Bruder, das Nachtlager vorbereitet. Nur vollem Körpereinsatz. Ja. Gebe alles. Und die Unterkunft für morgen hat er auch schon besorgt, mein Held des Tages. Und da ist es, unser kleines Zeltchen. Zum Abendessen gönnten wir uns nach der heutigen Etappe eine leckere Pizza und nach dem Abendessen gab es noch einen kleinen Verdauungsspaziergang an den nahen Badesee, bevor wir recht früh ins Zelt schlüpften. Endlich kommt er ins Zelt. Ich verzehre mich schon nach dir. Ich bin schon ganz nackt im Schlafsack. Das riecht wie so ein Rentnerclub nach Arschcreme und Pferdebalsam. Aber wenigstens mit Hanf. Bist du ganz nackt im Schlafsack? Probier's doch mal aus. Du
Man kann auch aus den zwei Schlafsäcken einen großen machen. Nee, danke. Nee, da bin ich nicht so für. Bin ich nicht so. So, jetzt muss ich gucken. Was hast du mit den Schuhen gemacht? Pause gehört? Hier klebt der Poppes ein wenig aufgrund übermäßigen Hirschteig-Konsums. Vielleicht finde ich der Hirschteig süchtig. Guten Morgen aus der Zeit. Guten Morgen. Na, wie hast du geschlafen? Es ging so. Ich hatte Probleme im Magen-Darm-Bereich. Aber ich habe mich natürlich selbst regeneriert. Und jetzt ist es wieder besser. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, geschlafen habe ich eigentlich nicht viel. Ich auch nicht. Aber ich habe immer noch Musik im Ohr, die läuft seit gestern Abend durch. Oh. Ich glaube, wir brauchen noch ein zweites Zelt für längere Reise. Oder ich bin zu alt fürs Schlafen im Zelt. Irgendwie. Ich finde auch auf den Matratzen, das ist irgendwie sehr anstrengend hier mit diesen Rutsch ständig hin und her. Traut sich gar nicht zu bewegen irgendwie. Ja. Das ist komisch. Da sind wir eine Stunde zu früh aufgewacht eigentlich und es regnet draußen. Mhm. Obwohl die Sonne scheint. Das ist wenigstens den von dir gewünschten Härtetest. Das Zelt auch im Starkregen standhält. Da stehen aber auch hier so ein paar Dauercamper da und pieseln gerade aufs Zelt. Das könnte ja auch sein. Wir werden einfach noch eine Runde vor uns hin dösen und dann irgendwann uns wieder aus dem Zelt machen und abbauen. Na, die Fahrräder stehen auch noch da. Und ansonsten ist alles noch sehr ruhig hier auf dem Campingplatz. Guten Morgen. Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht im Zelt brechen wir jetzt auf in Richtung Pritzweig-Prignitz. Dort haben wir uns eine kuschelige Pension rausgesucht. Tagesetappe heute 103 Kilometer. Wir sind gut gelaunt. Und hoffentlich haben wir noch genug Reserven, um die Etappe heute zu schaffen. So, wir sind hier in Paray, im Jerichower Land. Die ersten 15 Kilometer sind geschafft. Und der Hunger treibt uns zur ersten Pause, weil der Magen hängt uns schon bis aufs Pferd runter. Und während ich hier die Pferdchen bewache, ist mein Bruder schon mal unterwegs, was zu essen zu besorgen und noch Wasser. Und sobald er wiederkommt, werde ich mal gucken, was es für mich so zu futtern gibt. Dann wird erstmal fürstlich hier diniert. So, da ist der NP. Und mein Bruder ist geführt seit 20 Minuten verschwunden. Ich weiß nicht, ob er dort eine Shoppingnacht macht. Vielleicht wurde er auch überfallen und entführt. Auf jeden Fall wandelt sich mein Hunger langsam in Aggression um. Ich hoffe, er kommt bald, sonst bin ich gleich verhungert. Da kommt er an, der junge Herr. Nach 5 Stunden Einkaufsnacht. Während unser Eins gegen den Hungertod ankämpft, hat er sich die Plauze vollgehauen. Die Turbo-Banane natürlich. Und hier ist unser leckeres Frühstücksmenü. Was gibt's denn?
ein handgeschmiertes Mettbrötchen von der Fleischersfrau mit Liebe zubereitet, nachdem ich mir vom Bäcker noch ein Brötchen geholt habe. Ui, Medizin für den Bauch von Henk, meinem armen kranken Bruder. Der hat schon wieder angefangen zu essen. Dieser Fressmatz. Und Appetit. Wir haben hier einen schönen Aussichtsturm entdeckt, in Klitznick, im Jerichoer Land, glaube ich. Und einer bleibt jetzt bei den Fahrrädern und mein Bruder ist der Erste, der ihn erklimmen darf. So, da ist dieser Aussichtsturm, mal sehen, wo man dort hinschauen kann. Und mit einem kleinen Schwenk nach links sieht man in dem markanten, leuchtenden Shirt Henk, meinen tapferen Bruder, der den Weg gerade zum zweiten Mal geht, weil beim ersten Mal sein Handy vergessen hatte. Junge! Winke, winke! Nicht springen! Du schaffst das! So, auf diesen Aussichtsturm geht es jetzt hinauf. Mal sehen, wie der Ausblick von dort oben so sein wird. Endlose Stufen, immer weiter, immer höher, bis die Warte platzt. So, von der Straße sind wir hergekommen. Und hinten rechts im Bild sieht man schon die Elbe. Gegen Wind, die Beine schwer, der Arsch tut weh, Banane her. Oder ich kann nicht mehr. Da kommen so. Hier die ganzen Berge her. Ja. Jetzt haben wir gerade mal Halbzeit, aber es flutscht nicht so gut wie gestern. Es ist eindeutig bergiger, anstrengender und irgendwie kommt noch nichts mehr, wo man trinken auffüllen kann. Wir sind also kurz vor dem Dursttod. Wir hängen also, praktisch durch. Wenn irgendjemand diese Filmaufnahme findet, wir befinden uns irgendwo zwischen Glied und Havelberg. Am rechten Fahrbahnrand. Ich habe ein leuchtendes T-Shirt an und mein Bruder hat es ein rotes. Vielleicht sieht man ja die T-Shirts dann bald. Erst im Fernsehen. Immer. Immer weiter. Immer weiter. Oh, ich bin über eine Tankstelle hier. Wasser! Nach einer wahren Durststrecke durch die ostdeutsche Wüste, ohne Tankstellen, ohne irgendwie Supermärkte, um die Wasserflaschen aufzufüllen, haben wir jetzt Havelberg erreicht und hoffen, dass wir jetzt hier irgendwas zu trinken und zu essen finden. Ansonsten sind das die letzten Filmaufnahmen, die von uns übrig bleiben werden. Wir können nämlich nicht mehr. Wasser! Wasser! So, jetzt haben wir endlich was gefunden, was es zu essen und was zu trinken gibt. Jetzt haben wir eine Tankstelle, aber eine leckere Bockwurst war trotzdem drin. In diesem Sinne, Mahlzeit. Mahlzeit.
So, hier von der Brücke hat man einen wunderbaren Blick über die Havel. Endlich mal ein schöner, angenehmer Fahrradweg hier. Ein bisschen im Schatten. So lässt sich ja tragen, oder? Jetzt langsam. Okay, ja. Jetzt noch leicht bergunter, die nächsten 30 Kilometer und dann haben wir es geschafft. Das wäre jetzt mein Wunsch. Tja, aber dieser Wunsch ging natürlich mal wieder nicht in Erfüllung. Es begann mit einer vielbefahrenen Bundesstraße ohne Radweg. Ging weiter über holprige Ackerwege und dann in ein Waldstück namens Lindenberg hinein. Hier waren die Wege dann so sandig, dass man nur noch schieben konnte, während man gleichzeitig von den Mücken aufgefressen wurde. Und am Ende des Lindenberges erwartete uns dann noch eine originalgetreue mittelalterliche Buckelpiste, die uns dann endgültig durchrüttelte. Wir waren jedenfalls sehr froh, als wir in die Zivilisation zurückfanden. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Und der Film wird gerade von Mücken aufgefressen. Ah, Hess, ja. Ihre Meinung zur heutigen... Hess, Ihre Meinung zur heutigen... Hess, gucken Sie mal her. Ihre Meinung zur heutigen Etappe. Keine Meinung. Fürchterlich. Eine kurze Frage, wer hat diese Strecke hier vorgeschlagen? Ich. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, das war Google Maps. Das haben wir nun davon. Wenn man sich das Internet verlässt. Der Wille entscheidet. Der Wille entscheidet, genau. Wir schaffen die letzten Kilometer auch noch. Ich fahr mein Ding. Wahnsinn, Wahnsinn. Letzte Pause vom Ziel. Noch 10 Kilometer oder so sind es, ne? 7. 7. Und wir werden hier von Fliegen aufgefressen. Die fressen den Rest von uns auf, den der Weg nicht zerstört hat. Es war einfach unterirdisch. Oh Mann. Aber jetzt müssen wir uns irgendwie noch zum Modell durchschlagen. Ja. Ah. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Oh Mann, oh Mann. Wir sind am A-Punkt. Stimmt. Hier mal ein Schwenk über die ortsüblichen Straßen. Macht bergauf ganz besonders viel Spaß. Da ist er, der Endgegner. Hoch mit dir, los. Ich folge. Wie weit ist es denn jetzt noch? 1,8 Kilometer. Es nimmt kein Ende, oder? Nee. Aber jetzt gleich. Wir sind unter Ziel geraten. Ist nur noch nicht zu sehen. So weit die Füße tragen. Allzu weit tragen sie heute nicht mehr. Aber noch tragen sie. Freut euch, wir haben es geschafft. Angekommen an unsere Unterkunft. Im Briegnitzer Hof mit 30 Schnitzelvariationen. Gasthaus Brauerei. Da können wir uns ja von den Strapazen vielleicht erholen hier. Brauhaus. Weiß noch, wie der Ortsteil hieß? Nee. Buchholz. Ja, ich glaube. Unsere Pferdchen haben wir tapfer durchgehalten. Die einzige Schwäche haben, waren natürlich die Reiter. Und jetzt gehen wir rein. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Vorbereitung muss sein, auch bei Profiradfahrern. Damit alles schön und geschmeidig läuft. Eine gut eingeölte, eingefettete Maschine.
So, guten Morgen hier aus. Aus dem Prignitzer Hof. Ja. Im Buchholz, glaube ich. Nach einem leckeren Frühstück geht es mit vollen Bäuchen weiter nordwärts. Heute soll es nach Schwan gehen. Zumindest das Ziel 103 Kilometer. Ich hoffe, die Wege sind nicht ganz so schlecht wie gestern. Den Bauch haben wir jetzt ordentlich vollgeschlagen, den Darm entleert und den Pop ist richtig eingecremt. Also die Voraussetzungen stimmen. Genau, wir dürfen nur hier am Tierbock vorbeifahren, weil sonst fangen sie uns weg als Paviane. Mit so den roten Ärschen. Mit dem Gas. Gut gelaunt und hochmotiviert. Der Arsch frisch einbalsamiert. Geht's weiter nordwärts. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Bisher ist die Route sehr vielversprechend. Es sieht zumindest besser aus wie gestern. Heck, mein Bruder, schließ auf! Hier rundherum wunderschöne Felder. Felder und Bäume. Felder und Bäume. Felder und Bäume. Und da ist mein Bruder. Und dein Auto schon wieder. Hurra! Die Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern haben wir schon mal erreicht. 25, 26 Kilometer sind geschafft. Die erste Trinkflasche ist leer. Es gibt kleinere Nippelprobleme zu vermelden. Aber sonst tut mein Arsch tut noch weh. Aber manchmal vergesse ich das auch. Wasser, das Elixier des Lebens, wird nachgefüllt. Und noch ein paar aufputschende Mittel damit drin. Prost, mein Junge! Lasst euch schmecken! Prost! Juhu! Juhu! Junge, komm! Komm, Juri, Peter! Gib ruhig! Wir sind in Blau am See, sehen die schöne Rückansicht von meinem Bruder und riechen leichten Fischduft. Aber der kommt aus der Fischgaststätte da unten, glaube ich, her. Aber ich bin noch satt, ich habe gerne wieder Fischbrötchen jetzt, so gerne Hunger. Los, Kopfsprung, Robby. Kopfsprung hier rein. Mit Helm. Bitte spaziert. So, kurze Rast in Krakow am See, da sich der erste kleine Hunger meldet. Mittagszeit haben wir. Mein Bruder kurz in den Aldi, um Wasser zu holen und eine Kleinigkeit, eine Banane oder so. Damit wir die nächsten Kilometer schaffen und dann brauchen wir das Olli vollschlagen können. Mit Güstrow haben wir das letzte Zwischenziel für heute erreicht. Jetzt geht's ab nach Schwan zum heutigen Tagesziel. Vorher müssen wir nur noch irgendwas zu essen besorgen oder organisieren. Wird wohl am Ende doch nur eine Tankstelle übrig bleiben, weil es schon 14.15 Uhr ist. So, wir sitzen hier in, wo war eigentlich, Strenz an der Bushaltestelle. Strenz. Eigentlich wollten wir mit vollgefressenem Bauch und kalten Radl abgefüllt irgendwo eine Gaststätte oder bei McDonald's sitzen oder der Tankstelle. Aber
Wir dachten noch zum nächsten Stück fahren wir weiter. McDonald's war ausgeschildert, aber wir kamen nicht mehr vorbei. An der Tankstelle kamen wir auch nicht vorbei. Jetzt sind noch 16 Kilometer bis zum Ziel. Die Laune ist auf ihrem Höhepunkt. Und der Magen hängt bis zur Kniekehle. Wir schwitzen und die Ölen, das ganze Wasser ist schon pisswarm. Und hier ist nichts Essbares in Sicht bis zum Campingplatz. Das haben wir gelernt? Beim nächsten Mal zugreifen, statt weiterzufahren. In diesem Sinne, Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Kurz zum Ziel. Ein letzter Navigationshalt. Das zwischenzeitlich leere Handy wurde wieder aufgeladen. Mal sehen, was Google Maps jetzt sagt. Komm raus, deine Hütte! Komm raus! Bist du im Bilde? Gib deine Weisheit preis, großer Navigator. Das dauert erstmal, bis dass ich hochfahren hat, der Kollege, ja? Der ist doch schon seit 5 Minuten am Hochfahren. Das ist ein Robotron-Handy. Das braucht Zeit. St. Gaupen-Camp-Verwaltungsgesellschaft. St. Gaupen-Schwan, ist das das, ja? Weiß ich nicht. Stimmt. Campingplatz Schwan. Ja, Naturcamping. Wie viel? 17 Kilometer, 17 Minuten. Auf 17 Minuten? Wie viele Kilometer? 6. 6 immer noch, okay. Schaffen wir das? Das müssen wir schaffen. Wir schaffen das. Mein lieber Schwan, wir sind da fast. Nur zum Campingplatz jetzt. 1,5 Kilometer. Und dann können wir unsere müden Körper betten. Dann gab es endlich mal wieder etwas Leckeres zu essen. Wir konnten ja nichts zum Mittagessen. Mein verrückter Bruder wollte ja die ganze Zeit ohne Pause durchstrampeln. Heute noch 100 Kilometer ohne Pause. Können wir jetzt also auch Haken dran machen. Guten Appetit. Eine wunderschöne Radfahrerhütte wird uns die letzte Nacht versüßen. Und dann spart sie den Zeltaufbau und kommt morgen früh zeitnah weg. Morgen hier aus Schwan am Campingplatz. Wir brechen jetzt auf zu unserer vorerst letzten Etappe. Es geht nach Rostock zum Pferdhafen. Von der Strecke her müssten es 33 Kilometer sein. Sollte machbar sein. Wir haben es jetzt 7:10 Uhr. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt Rostock erreicht, jetzt stärken wir uns, dann geht es weiter bis zum Hafen. Dann beginnt das Abenteuer Deutsche Bahn. Das befürchte ich aber auch, ja. So, wir sind hier in Rostock an der Tankstelle und füllen nochmal die Wasserreserven auf.
gleich geht's weiter Richtung Fährhafen. So, wo sind wir? Das Ziel unserer Reise haben wir erreicht. Der Fährhafen in Rostock. Genau. Und hier soll es dann nächstes Jahr weitergehen. Für uns geht es jetzt zurück zum Hauptbahnhof Rostock und wir befürchten, da geht das richtig große Abenteuer los. Nämlich die Fahrt mit der Deutschen Bahn für unser 9-Euro-Ticket. Wir sind gespannt, ob wir heute Abend noch nach Hause kommen. Ja. So, auf diesen Antennenmast werden wir jetzt zum Abschluss noch hochklettern. Auf den Antennenmast sind wir natürlich nicht mehr hochgeklettert, sondern sind schnellstmöglich zum Rostocker Hauptbahnhof gedüst und haben dort versucht, einen Zug zu erreichen, der uns und unsere Fahrräder zurück nach Hause transportiert. Das war gar nicht so einfach. Die Rückfahrt war wirklich ein Abenteuer. Aber das wäre fast ein eigener Film. Aber den wollen wir euch ersparen. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Even though I'm so stressed out, everything
just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside.